Alle, die bisher Gefallen am Design der Xperia-Reihe gefunden haben, werden die neue Schlankheitskur des Xperia Z3 Tablet Compact lieben. Warum? Naja, noch dünner, noch leichter und somit ultra portabel. Und das auch in Kombination mit ordentlich Power. Glaubt ihr nicht? Naja, dann bleibt dran zum heutigen Test hier bei Turn On. Direkt aus der stets simpel gehaltenen Box gibt es neben Tablet ein Micro-USB-Kabel, Netzteil und Krepppapier. Egal, ob ihr die 16 bzw. 32 GB Wi-Fi oder LTE-Variante euer eigen nennt. Obwohl das Tablet nur 6,4 mm dünn ist, liegt es nicht scharfkantig zwischen den Fingern. Die Kombination aus Alu, Plastik, Glas und Gummi mit den Abrundungen liegt angenehm in der Hand. Die etwa 270 Gramm verteilen sich ausgewogen. Und nicht zu vergessen, es ist komplett wasserdicht. Ganz ohne Probleme Serien in der Badewanne gucken, geil. Dieses Design bringt aber auch First World Problems Nachteile mit sich. Beispielsweise könnt ihr nicht mal eben das Ladekabel ins Tablet stecken. Nein, ihr müsst jedes Mal die kleine Abdeckklappe aufriemeln und genau aufpassen, dass ihr das kleine Loch auch trefft. Sonst ist am Gehäuse aber alles beim Alten. Display, 128 GB MicroSD-Kartenslot, 3,5 mm Headset-Anschluss, etwas mittenlastige Stereo-Lautsprecher, Powerbutton, Lautstärkewippe und zwei Kameras. Bei der LTE-Variante gibt's noch einen Nano-SIM-Kartenslot. Ach ja, das Display. Das ist ein 8 Zoll Triluminos-Display mit Full-HD-Auflösung und somit einer Pixeldichte von 283 Pixeln pro Zoll. Schärfetechnisch kann man ganz, ganz dicht dran noch ein paar Treppchen erkennen. Wenn es aber um Blickwinkelstabilität, Farbdarstellung und Helligkeit geht, kann der Screen richtig glänzen. Positiv wie problematisch, denn im Sonnenlicht spielt das Tablet auch gerne mal die Rolle des Schminkspiegels. Gepowert wird das Display von einem Snapdragon 801 Quad-Core mit 2,5 GHz, einer Adreno 330 Grafikeinheit und 3 GB Arbeitsspeicher. Technische Performance also richtig potent. Verwaltet wird der Spaß aktuell von Android 444 mit baldigem Update auf 5.0 Lollipop. Bin gespannt, wie das Ding dann so funktioniert. Bisher ist es jedoch ähnlich voll mit Apps wie bei den Kollegen von Samsung. Heißt, bevor ihr auch nur eine einzige App installiert, habt ihr bereits seitenweise Programme und Spiele vorinstalliert. Zwei Apps sind aber richtig gut und nützlich. Die PlayStation-App und die Kamera-App. Mit der PlayStation-App habt ihr nicht nur Überblick über euer Profil, sondern könnt auch die SharePlay-Funktion nutzen. Ziemlich cool, aber manchmal doch ein bisschen ruckelig für Hardcore-Gamer, also vielleicht nicht unbedingt das Wahre. Und die Kamera-App, die ist voll mit Features wie Augmented Reality, YouTube-Live-Übertragung, HDR-Fotos und. Doch qualitativ sind die Kamerasensoren leider nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Die Reduzierung von den sonst gewohnten 20 Megapixeln und mehr auf nun 8 Megapixel der Haupt- bzw. 2 Megapixel der Frontkamera machen sich doch schon bemerkbar. Klar, Megapixel heißt nicht gleich Qualität, in diesem Falle heißt das aber etwas dünnerer Dynamikumfang, unsicherer Autofokus und zu schlichte Farben. Immerhin, Full-HD-Videos sind mit beiden Kameras möglich, somit auch für Vlogs beispielsweise nice to have. Kommunikationsklassiker wie GPS, WLAN, AC, Bluetooth 4.0, Wi-Fi Direct, NFC, MHL und so weiter sind natürlich auch wieder mit dabei. Hier ist also alles wie immer. Was bleibt also noch? Der Akku natürlich. Sony hat es irgendwie geschafft, eine 4500 mAh Batterie reinzuquetschen. Das heißt, maximal 13 Stunden Videos gucken ist drin. Aber beim Surfen in Kombination mit Zocken und noch mehr hält der Akku natürlich nicht so lang. Grundsätzlich aber ein vernünftiger Wert. Effektiv hat das Xperia Z3 Tablet Compact zwar nicht das Überdisplay wie ähnliche Geräte von Samsung oder Apple, aber die geschickte Kombination aus Preis, Leistung, Design und Mobilität formen dieses Android-Tablet für etwa 380 Euro zu einer richtig runden Sache. So, wenn ihr von Tablets noch nicht genug bekommen könnt, haben wir für euch hier unten auch noch weitere Tests von uns zum Thema Tablets verlinkt und natürlich auch noch die News. Und nicht vergessen, auch unsere Social-Media-Plattform zu followen und diesen Kanal hier zu abonnieren. Dann freuen wir uns alle und ich mich ganz besonders. Und für noch mehr Infos und Videos besucht wie immer turn-on.de. So, und ich gehe jetzt mal gucken, ob ich darauf auch mein Brot schmieren kann. Nutella-Brot. Ist ja ein Brett. Tablet.